Anlässlich der Ausstellung Look Closer und auch des Abschlusses unseres SNF-Projektes zum Archiv des Kunstethnologen Hans Himmelheber haben wir eine Webseite entwickelt, Africa Art Archive, welche sich dem Archiv von Hans Himmelheber widmet. Hier werden erstmal der Inhalt seines Archives zugänglich gemacht, seine 15.000 Fotografien, sein Schriftenarchiv, Teile seines Filmarchives. Und die Webseite beinhaltet auch die verschiedenen Zugänge, welche man zu einem solchen Archiv nehmen kann. Das sind wissenschaftliche Bearbeitungen aus unserem Forschungsprojekt, künstlerische Arbeiten, welche sich im Laufe der verschiedenen Ausstellungen zum Archiv entwickelt haben. Das sind Arbeiten von kongolesischen und ivorischen Künstlern, aber auch persönliche Beiträge der Familie von Hans Himmelheber sind darauf zu finden. Auch im Rahmen der Ausstellung gibt es eine Möglichkeit, in einen Teil dieser digitalen Plattform einzutauchen und das Archiv von Hans Himmelheber visuell vor sich auftauchen zu lassen. Und zwar haben wir eine Multimedia-Station, auf welcher der Inhalt dieses Archives, alle Fotografien und die Objekte, die dieses Archiv ausmachen, versammelt sind und die man nach verschiedenen Kriterien durchsuchen und ordnen und auch im Detail anschauen kann. Auf dieser Ansicht sieht man beispielsweise, wie das Archiv von Hans Himmelheber, also die Fotografien und auch die Objekte, die er auf seinen Reisen erworben hat, auf diese verschiedenen Forschungs- und Sammelreisen verteilt sind. Denn er ist 14 Mal in seiner Karriere nach Afrika und Alaska gereist, hat fotografiert und Objekte erworben. Und hier ist er zum Beispiel sichtbar, also wie diese Objekte verteilt sind. Und es ist auch möglich, in diese Kolonnen hinein zu zoomen, um die verschiedenen Fotografien auch einzeln anzuschauen. Diese Ansichten, die jetzt diese Archivinhalte in diese verschiedenen Kategorien, also in die Reisen aufteilen, sind auch nach wichtigen Themen des Archives durchsuchbar. So war Hans Himmelheber beispielsweise sehr interessiert an der Schnitzkunst. Das war ein wichtiges Thema in seiner Forschung. Und so kann man beispielsweise diese verschiedenen Reisen nach seiner Beschäftigung mit der Schnitzkunst durchsuchen. Es ist auch möglich, die Inhalte nach anderen Kriterien als nach den Reisen darzustellen. Beispielsweise kann man hier sich ansehen, in welchen Ländern er besonders viele Objekte und auch Fotografien erstellt oder erworben hat. Und auch hier kann man sich anschauen, wo welche Themen relevant sind. Und hier ist beispielsweise sichtbar, wenn man nach der Schnitzkunst ordnet, dass er in Gabun beispielsweise keine Studien zur Schnitzkunst durchgeführt hat, jedoch in der Côte d'Ivoire, wo der Turm sehr hoch ist, hat er sich sehr viel mit diesem Thema beschäftigt. Es ist auch möglich, die Objekte, die in der Sammlung des Museums Riedberg sind und die zu diesem Archiv gehören, auf dieser Ansicht anzuzeigen. Diese werden in dieser kleinen Wolke dargestellt und hier ist es dann auch möglich, nach verschiedenen Objekttypen zu suchen. Beispielsweise kann man hier nach Behältern suchen, dann sieht man die Resultate in der Mitte und die einzelnen Resultate kann man sich dann in der Großansicht anschauen, wie beispielsweise diese kleine Tabakdose.